Schon von früher Kindheit an wird uns Zucker ja als etwas Positives verkauft. Süßigkeiten zur Belohnung oder mal ein Glas Cola zu besonderen Anlässen haben uns ja darauf irgendwie getrimmt, den Zucker in Süßen mit angenehmen Emotionen zu verbinden. Ist was Besonderes, bekommt man nicht immer. Das hat natürlich Folgen für uns, denn so verlockend zuckerhaltige Lebensmittel sind, so ungesund sind sie auch. Ungesund sind sie, das ist ein Fakt. Doch wie ungesund denn genau? Und wann vielleicht ist ein wenig Zucker gar nicht mal so schlecht? Auch eine gute Frage, nämlich also. Wir entschlüsseln heute den Mythos Zucker einmal und schauen uns genau an, welche Arten von Zucker es gibt, ob alle gleich schädlich sind oder nicht und wie wir überhaupt erkennen, wie viel Zucker ein Nahrungsmittel wirklich enthält. Denn das ist oftmals erstaunlich viel, versteckt in chemischen Bezeichnungen, die oftmals nur eins sind, purer Zucker. Bleiben Sie also dran. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel und mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über Krankheitssymptome, Erkrankungen und auch allgemein Gesundheitsthemen. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Wir trinken im Jahr fast 6 Kilo Zucker und essen tun wir noch viel mehr, 35 Kilogramm insgesamt pro Kopf und Jahr. In Deutschland verbraucht ein Mensch durchschnittlich rund 35 bis 40 Kilogramm Zucker im Jahr und dieser Wert lag in den letzten Jahrzehnten relativ stabil. Was essen wir da eigentlich immer? Die Antwort auf diese Frage ist nicht so einfach, wie viele vielleicht vermuten. Denn hinter Bezeichnungen wie Glucose, Fructose, auch Laktose oder sogar Saccharose verbergen sich verschiedene Arten von Zucker, die auf den ersten Blick nicht erkennbar sind. Für alle ist es irgendwie gleich Zucker. Und das hat aber einen ganz großen Haken, das erkläre ich auch sofort. Generell benötigt unser Körper gar keinen Zucker. Zucker sind kurzkettige Kohlenhydrate, die unseren Körper mit Energie versorgen. Okay, Energieversorgung, das ist gut, aber das können auch langkettige Kohlenhydrate, auch Proteine und Fette. Und die sind dabei wesentlich effektiver, insbesondere im Vergleich mit dem Industriezucker, der in vielen Lebensmitteln ja versteckt ist. Und deswegen empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, maximal 10% der gesamten Energiezufuhr aus Zucker und Zuckervarianten zu ziehen. Und hier in der Tabelle habe ich einmal eine Liste erstellt, die Ihnen zeigt, wie viele verschiedene Formen und Bezeichnungen es gibt. Bekannte Zuckerfallen sind dabei auch immer wieder Produkte, die explizit, und das ist ganz interessant oder wichtig, als Fitnessprodukte ausgezeichnet sind. Zum Beispiel Müsli-Riegel, Fitness-Müslis und Smoothies, das sind wahre Zuckerbomben. Genauso wie Ketchup auch oder einige Salatdressings. Und die Frage ist nun, was ist überhaupt ein Deutscher laut Statistik? Wie viel Zucker essen wir? Das ist erschreckend, nämlich gut 10 Kilo Schokolade und Schokoladenerzeugnisse aus weiterverarbeiteten Produkten, wie zum Beispiel Osterhasen. Rund 2 Kilo Kakaopulver, das vor allem in der industriellen Fertigung eingesetzt wird. Also das merken wir gar nicht, das ist gar nicht der Milch mit Kakao, den wir trinken. 5,5 Kilo Bonbons und Zuckerwaren, wie unter anderem kandierte Früchte, auch Fruchtgummis und Marzipan. 7 Kilo feine Backwaren, wie Kekse, Lebkuchen, Knäckebrot und 3,5 Kilo gesüßte Knabberartikel, zum Beispiel Chips oder Cracker. Allerdings, und das ist jetzt wichtig, steckt der Großteil des Zuckers gar nicht in den Süßigkeiten, die wir essen, die auch oft immer kritisiert werden. 2/3 des durchschnittlichen Jahresverbrauchs werden industriell in Getränken, Backwaren, Brotaufstrichen und Milchprodukten verarbeitet. Vor allem Fertiggerichte und Limonade, die enthalten große Zuckermengen. Also, wenn man darauf verzichtet, kann man seinen Zuckerkonsum schon stark reduzieren, Stichwort Limonade. Und was ist nun der Grund dafür? Ganz klar, Zucker ist ein Geschmacksträger und ein relativ günstiger Rohstoff. Und er hat spezifische Eigenschaften, die sich positiv auf die Konsistenz und Haltbarkeit von Nahrungsmitteln auswirken. Deswegen finden wir Zucker da auch. Aber jetzt geht es ja um unsere Gesundheit und die Folgen von Zucker. Denn bis auf ganz wenige Ausnahmen hat Zucker keinen positiven Effekt auf unseren Körper bzw. unsere Gesundheit. Zucker ist nicht gleich Zucker. Die Liste verrät es ja schon. Zucker gibt es in vielen verschiedenen Formen, die im Körper natürlich auch anders aufgenommen, anders verarbeitet werden und damit auch anders wirken. Viele der Zuckersorten in der Liste sind sogenannte Einfachzucker. Die heißen so, weil sie auf chemischer Ebene nur einen Glucose- bzw. Fructose-Baustein haben. Es gibt außerdem noch Zweifach- oder Mehrfachzucker, die dem Namen entsprechend komplexer aufgebaut sind. Das ist aber
dann interessant, wenn man sich die Wirkung dieser Zucker anschaut. Im Prinzip bestehen die verschiedenen Zucker also aus den gleichen Bausteinen, geordnet zu unterschiedlich langen Ketten. Fructose und Glucose sind dabei schnell wirksame Zucker. Wichtig zu merken. Maltose ein Beispiel für einen langsam wirksamen Zucker. Dieser Aspekt ist besonders für Sportler wichtig, aber auch für alle anderen, die sich gerne auf die Leistungssteigerung des Zuckers verlassen. Und hier ist vielleicht ein positiver Effekt, nämlich von Zucker. In Klausuren oder beim Ausdauersport gilt deswegen, langsamer Zucker für die ersten 2 bis 3 Stunden und zum Schluss dann beispielsweise Dextrose bzw. Traubenzucker für den schnellen Energieschub. Da dieser Schub bei vielen Einfachzuckern allerdings auch schnell wieder verfliegt, droht danach ein Leistungsloch, physisch und psychisch. Nochmal auf das Joggen nämlich bezogen. Wenn Sie zum Beispiel bei einem Marathon einmal anfangen, Cola zu trinken, dann sollten Sie das konsequent an jeder Versorgungsstelle auch tun. Ansonsten fallen Sie nämlich in ein Tief. Anders gesagt, so lange wie möglich warten und erst ganz zum Schluss diesen Cola-Schub sozusagen trinken. Hier hat also Zucker was Positives. Auch direkt nach dem Fitnesstraining zum Beispiel kann man Zucker zu sich nehmen, damit Insulin freigesetzt wird, was einen anabolen Kreislauf, Stoffwechsel bewirkt. Da hat Zucker auch einen positiven Effekt. Das war es dann aber auch, muss man so sagen. Jetzt gehe ich auf die Folgen von Zucker, vor allem einem zu viel Zucker auf unsere Gesundheit ein. Und diese Folgen sind, wie Sie sich denken können, negativ. Übergewicht und Folgekrankheiten. Wenn man jetzt bedenkt, dass Zucker reine Energie ist, ergibt sich das erste Risiko bei zu viel Zuckerverzehr ja von selbst. Überschüssige Energie speichert unser Körper nämlich gerne für schlechte Zeiten und bildet dafür die verhassten Fettpölsterchen. Und das Übergewicht bringt viele Folgeerkrankungen mit sich. Das ist letztlich das Schlimme an dem Übergewicht, vor allem am Bauchfett. Eine der Krankheiten, die mit Übergewicht oft Hand in Hand geht, das ist Diabetes. Zuckerkrankheit auch genannt. Da steckt das Wort Zucker auch mit drin. Übergewicht steigert dabei die Insulinresistenz und die Glukosetoleranz des Körpers. Das sind zwei wichtige Effekte, die man wissen kann. Und dadurch kann der Blutzucker auf natürlichem Wege irgendwann nicht mehr reguliert werden. 90% aller Patienten mit Typ 2 Diabetes sind übergewichtig. Und schon leichtes Übergewicht verdoppelt das Risiko, an Diabetes zu erkranken. Und weitere Krankheiten sind dann zum Beispiel eine Fettleber. Und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Herzinfarkte. Und die werden ebenfalls durch Übergewicht und vermehrten Zuckerkonsum gefördert. Jeder 13. Deutsche ist zuckerkrank. Und die Hauptursache liegt im Verzehr von zu viel Zucker. Sucht- und Stimmungsschwankungen. Sätze wie "Ich bin süchtig nach Schokolade" oder "Diese Snacks machen süchtig" verdeutlichen das zweite Problem von Zucker sehr gut. Er macht nämlich tatsächlich süchtig. Zucker führt nämlich zu einem kurzzeitigen Stimmungshoch, das dann aber relativ schnell wieder abflaut und sogar ins Negative überschlagen kann. Langfristig gesehen ist Zucker schlecht für uns, macht eine schlechte Laune. Ein Mechanismus, der uns auch von Drogen gut bekannt ist, bei Zucker aber häufig unterschätzt wird. Steigt nach einer zuckerreichen Mahlzeit der Insulinspiegel, so schüttet das Gehirn auch mehr Dopamin aus. Ein hoher Zuckerkonsum führt zu Veränderungen im Gehirn, auch das ist gut belegt. Und diese Veränderungen zeigten sich nicht nur kurzfristig, sondern das Gehirn erinnere sich auch später noch daran und könne ein Verlangen nach Zucker auslösen. Zuckerentzug kann Kopfschmerzen, Reizbarkeit und Heißhungerattacken hervorrufen. Haben Sie vielleicht schon mal gemerkt, wenn man plötzlich sagt, jetzt esse ich keinen Zucker mehr, jetzt mache ich eine Diät. Denn Zucker beeinflusst, wie gerade gesagt, die Dopaminausschüttung im Gehirn. Und dieser Botenstoff beeinflusst ja unsere Motivation und auch unseren Antrieb. Schwaches Immunsystem. Falls Sie selbst auch darüber klagen, dass Ihr Immunsystem scheinbar schwächer geworden ist, sollten Sie einmal einen Blick auf Ihren Ernährungsplan werfen. Machen viele nicht, denkt man gar nicht dran. Aber Zucker hat tatsächlich negative Auswirkungen auf das Immunsystem. Schon direkt nach dem Verzehr wird die Abwehrtätigkeit verringert und, das ist ganz interessant, weil Zucker das wichtige Vitamin C bindet, verstärkt sich dieser Effekt noch. Dadurch steigt die Anzahl der Entzündungen im Körper und auch, das kann theoretisch zumindest auch die Entstehung von Krebserkrankungen begünstigen. Auf das Thema komme ich aber gleich noch einmal zurück. Also, Zucker macht Sie krankheitsanfälliger. Auch diese Aussage ist gut belegt.
Alzheimer und verminderte Intelligenz. In einer Studie der Universität Bristol, also in England, zeigte sich, dass Kinder, die viel Fett und vor allem zuckerreiches Essen zu sich nahmen, im Schnitt weniger intelligent waren als ihre Altersgenossen. Man muss aber auch sagen, es ist nicht bisher ganz klar, ob die Verbindung nicht auch andersherum funktioniert. Das heißt, weniger intelligente Kinder also einfach ungesünder gegessen haben. Stichwort Erziehung, Stichwort vielleicht auch, wie die Eltern darauf geachtet haben. Unstrittig aber dagegen ist, dass Zucker die Entstehung von Alzheimer begünstigt. Und in einer Studie aus dem Jahr 2017, da zeigte sich, dass Zucker ein bestimmtes Enzym im Körper beschädigt und dadurch die Entstehung von Alzheimer ermöglicht. Zu viel Zucker ist also ein Auslöser oder ein Mitauslöser für die Alzheimer-Demenz. Nicht alleine, muss man wissen, aber sozusagen ein Mitauslöser. Weitere mögliche Ursachen für Demenz, für Alzheimer, habe ich in diesem Video einmal erklärt. Gerne schauen Sie da einmal rein. So, und jetzt komme ich aber noch einmal zurück auf den Dunstkreis der Mythen, habe ich schon einmal hier angerissen, rund um Zucker. Denn auch dazu gibt es leider viel Wirrwarr und auch Falschaussagen. Mythen. Obwohl es häufig behauptet wird und durch die Schwächung des Immunsystems auch sinnvoll erscheint, auch ich habe dazu ja gerade was gesagt, fördert Zucker nicht direkt die Entstehung von Krebszellen. Das ist wichtig zu sagen. Es fördert die Entstehung nicht direkt. Aber Zucker fördert Übergewicht und Diabetes. Und Diabetes und Zucker, die steigern wiederum das Krebsrisiko. Und deswegen ist Vorsicht geboten. Also Krebs ist eher indirekt die Folge von zu viel Zucker. Zusätzlich halten sich über Zucker ja auch einige positive Mythen, von denen ich jetzt auch mal ganz kurz einige ausräume. Erstens, Traubenzucker fördert nicht direkt die Konzentration. Zweitens, es gibt keine gesunden Arten von Zucker. Und drittens, auch wenn auf einem Lebensmittel Zucker frei steht, sollten Sie immer ganz genau überprüfen, ob sich nicht doch hinter einem der Inhaltsstoffe Zucker verbirgt, also quasi indirekter Zucker. Wenn Ihnen dieses Video jetzt gefallen hat, dann gerne geben Sie dem Video einen Daumen nach oben, abonnieren Sie meinen Kanal und natürlich freue ich mich über Ihre Fragen zum Thema Übergewicht, möglichen Diätansätzen, auch vielleicht, wie Sie mit dem Thema Zucker, zuckerfreies Essen umgehen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.